Wir sind hier jetzt in der ehemaligen jüdischen Mädchenschule in Mitte, erbaut Ende der 20er Jahre. Und das ist exakt die Zeit und die Gegend, in der die Romane von Volker Kutscher spielen. Der schickt seinen Kriminalkommissar Gerion Rath ja durch das Berlin der Weimarer Republik, durch eine Stadt im Rausch. Ein sensationeller Bucherfolg. Der erste Teil der Serie, Der nasse Fisch, ist gerade in der 48. Auflage erschienen. Und jetzt gibt es den Kriminalkommissar Gerion Rath auch als Comicfigur und er ermittelt in der Unterwelt. Mitten in der Nacht. Im eigenen Bett überfallen. Aber was will der geheimnisvolle Schläger? So beginnt die Geschichte um Kommissar Gerion Rath. Der Comic kann natürlich einen auch noch mehr durch die Bilder in die Zeit versetzen. Viel schneller und viel direkter, denke ich, über die Darstellung der Mode, über den Stil. Und ich mag Geschichten sehr gerne, die direkt aus der Sicht einer Hauptfigur erzählt sind. So, die uns direkt in den Kopf der Hauptfigur reinholen und wir mit ihm durch die Geschichte gehen. März 1929, Landwehrkanal. Die Berliner Mordkommission ermittelt. Kommissar Gerion Rath stolpert eher zufällig über die Lösung. Der Mann, der sehr nass und sehr tot aus dem Wasser gezogen wird, schuldet Raths Vermieterin noch Geld. Straßenkämpfe, eine instabile politische Lage. Und mittendrin der Kommissar, der unter seinen Vorgesetzten einen eiskalten Mörder findet. Arne Jüsch hat fast 4 Jahre lang an Der nasse Fisch gezeichnet. Frei nach Volker Kutschers erstem Band der historischen Krimireihe um den Berliner Kommissar Gerion Rath. Mit viel Liebe zum Detail und nach genauer Recherche hat er die Berliner Gesellschaft der 30er Jahre porträtiert. Am schwierigsten finde ich immer noch, die Menschen lebendig wirken zu lassen. Und diesem Zusammenspiel aus dem Text, der hinzukommt, und der Attitüde und den Posen, die in einer Szene einnehmen, wie sie aufeinander reagieren, wie sie gucken. Inspiriert haben ihn Fotos von Berlinern aus den 20er Jahren. Vor allem sind es eben Bildbände gewesen, wie eben vor allem auch hier der. Das gibt einen schon die Möglichkeit, sich vorzustellen, wie die Menschen sich damals gefühlt haben, auch mit der Kleidung von damals. Das war so der Standardhut eigentlich für alle Herren damals. Vielleicht, deswegen habe ich mir den noch besorgt. Ist wahnsinnig schwierig zu zeichnen. Da nehme ich mir doch lieber. Da habe ich mir den lieber mal selbst aufgesetzt und dann fotografiert. Und man sieht gleich, wie sieht es aus, wenn ein Hut schräg sitzt. Was für einen Schwung hat das hier? Und man kann gut die Linien erkennen. Hier in der polizeihistorischen Sammlung ist Arne Jüsch auf Spurensuche gegangen. So sah es wirklich aus bei der legendären Mordkommission am Alexanderplatz. Und auch eine Mauser im Original. Es ist die Dienstwaffe von Gerion Rath. Ich finde es als Zeichner enorm wichtig zu wissen, wie was aussieht. Weil sonst hat man nur ein weißes Blatt. Man möchte ja auch mit den ganzen Gegenständen, Requisiten was erzählen. Es holt einen ja in diese Zeit und zieht einen in die Geschichte rein. Die Geschichte wird zurzeit auch verfilmt. Die Serie Berlin-Babylon mit internationalen Stars wird erst auf Sky und 2018 in der ARD ausgestrahlt. Gedreht zum Teil an Originalschauplätzen in Berlin. Scheint aus heutiger Sicht einfach eine sehr aufregende Zeit gewesen zu sein, was Kunst, Kultur, Architektur, Musik angeht. Aber natürlich auch so eine tragische Zeit. Und man weiß, es war nur ein kurzer Moment und es ist halt schrecklich dann geendet. So ziemlich in den 30ern. Arne Jüsch gibt Gerion Rath eine Stimme und erzählt aus seiner Perspektive. Ein gelungener Blick in diese Zeit zwischen Glamour und politischem Umbruch.